Regenschauer hin oder her, das war den Gästen beim zweiten Melsunger Hafenfest egal. Mit der richtigen Kleidung oder dem Schirm in der Hand ließen sie sich das Programm des Festes an der Zweipfennigsbrücke nicht entgehen. Live-Musik, Kinderschminken, Tretbootregatta und natürlich das Highlight des Tages, ein Entenrennen auf der Fulda, begeisterte groß und klein. Ja, wir haben versucht verschiedene Vereine, die Kindergärten und die Grundschulklassen mit ins Boot zu nehmen. Das heißt, wir haben einen Kindergarten-Entenrennen als Vorlauf und ein Hauptentenrennen als Hauptlauf. Die Kindergartenenten sind sehr schön individuell bemalt und ausgeschmückt worden. Des Weiteren haben wir natürlich versucht, schon in der Kooperation mit der Stadt Melsungen und mit verschiedenen anderen Organisationen, das auf eine breite Basis zu stellen. Die Organisation ist vom Lions Club im Wesentlichen durchgeführt worden mit einem Organisationskomitee von 6 bis 8 Leuten. Wir sind etwa seit Januar an der Planung und jetzt sind wir bei der Durchführung. Um 16 Uhr bekamen Sie hier Konkurrenz. Fast 500 Plastikenten wurden auf die Reise geschickt. Am Stand des Lions Club konnte man sie für 5 Euro an diesem Tag pro Stück erwerben. Im Vorfeld gab es noch weitere Vorverkaufsstellen, wie etwa das TUI Reisecenter, die Badenwetzer Apotheke oder die Kreissparkasse Schwalm-Eder. Viele namhafte Vereine und Unternehmen aus Melsungen sponserten das zweite Melsunger Hafenfest. Ohne sie, die Stadt Melsungen, sowie dem Lions Club, wäre das Fest nicht zu realisieren. Und solch ein Hafenfest dient einmal dazu, Melsunger Bürger und Umgebung zu unterhalten. Und zum anderen dient der Erlös dieses Festes dazu, die Stiftung Familienfreundliches Melsungen zu unterstützen, damit in Melsungen Familien, Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung geholfen werden kann. Und wir damit einen Beitrag leisten im europäischen Jahr 2010 zur Überwindung von Armut und Ausgrenzung. Ausgegrenzt wurden auch die Enten an diesem Tag nicht. Sie fanden alle den Weg ins Ziel. Und auf die ersten 10 warteten lukrative Preise, gesponsert von zahlreichen Melsunger Unternehmen. Für die drittschnellste Ente gab es ein Mountainbike. Ein Musical-Wochenende in Hamburg gab es für den zweiten Platz. Und für die Ente von Janina Gerhold aus Melsungen geht's eine Woche nach Mallorca. Zum Schluss gab der Shanty-Chor aus Spangenberg noch ein paar Lieder zum Besten, bevor die Veranstaltung dann um 18 Uhr seine Tore schloss.